Das heißt, einer tut dir ständig weh und du setzt aber keine Grenze und dann Verstand, ich lasse mich nicht mehr von dem triggern, ich lasse mich nicht mehr, ich werde nicht mehr aufregen, ich werde in meiner Zack und plötzlich bist du wieder. Und meine ehrliche Frage, innerhalb der letzten 7 Tage, wer ist da dabei? Stichwort Drama, Konflikte, Stress, Ärger und du merkst, du läufst mit deiner Disharmonie durchs Leben. Wie sagte Goethe, solange du nicht hast dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Geist auf dieser Erde. Und was er damit meinte, ist das, was Heraklit schon vor 2300 Jahren sagte, der griechische Philosoph, Panta, Rei, und das heißt, alles fließt. Und Goethe meinte damit, solange du nicht hast dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Geist auf dieser Erde. Das heißt, alles kommt und geht. Das heißt, das ganze Universum ist dem ständigen Fluss des Wandels unterworfen. Mal ist es so, mal geht es dir super. 16.05 Uhr, alles exzellent, du sonstig, und 16.07 Uhr kriegst du einen Telefonanruf von irgendeinem Menschen oder einem Freund, der dir irgendwie Wut, Enttäuschung oder sonst irgendwas erzählt, und plötzlich fühlst du dich um 16.10 Uhr nicht mehr so gut wie 16.05 Uhr. Dabei ist im Außen eigentlich genauso alles gut, nur vielleicht, weil dir irgendjemand eine Information gegeben hat. Und das heißt, der erste Punkt ist schon, es sind nicht die Situationen, die uns verunsichern, sondern es sind unsere Meinungen über die Situationen. Das heißt, wir Menschen, wir wissen, früher oder später werden wir alle irgendwann sterben, und plötzlich stirbt irgendein Mensch, der uns vielleicht nahe stand, und natürlich spüren wir danach Stress, Sorgen und auch Angst, weil wir das Gefühl haben, oh wow, krass, dieser Mensch ist nicht mehr da, der dir vielleicht so emotional so wichtig ist. Und da kannst du machen, was du willst. Es tut im ersten Moment total weh. Gleichzeitig, wenn wir das Ganze auf der Seelenebene betrachten, dann, oder das einzige Versprechen, wenn wir auf die Erde kommen, das ist ja, dass wir eines Tages wieder gehen müssen. Es gibt nur das eine Versprechen, nichts anderes. Und gleichzeitig sind so viele Menschen umso überraschter, wenn irgendwann eines Tages ein Mensch stirbt, besonders wenn es jetzt eher früher ist, 40, 50, 60, dass Menschen dann sagen, oh wow, der ist so überraschend gestorben. Dabei ist das das Einzige, was wirklich sicher ist, wenn wir hier auf der Erde sind. Und die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, ist, wenn du davon ausgehst, dass in den letzten 6 Monaten, in den letzten 4 Wochen oder in den letzten 7 Tagen das nicht der letzte Konflikt deines Lebens gewesen ist, dann die Frage sich zu stellen, hey, wenn wir davon ausgehen, dass wir sowieso früher oder später an Menschen aneinander geraten werden, die unsere Punkte drücken, die es schaffen, unsere Knöpfe zu triggern, die es uns schaffen, uns weh zu tun und irgendwie durch unsere Schutzpanzer, durch unseren Verstand, ich lasse mich nicht mehr von dem triggern, ich lasse mich nicht mehr, ich werde nicht mehr aufregen, ich werde in meiner Kraft, in meiner Größe bleiben, und plötzlich tut ein anderer Mensch irgendetwas, zack, und plötzlich bist du wieder, da schreit es in dir, dein ganzer Schmerzkörper rastet volle Kanne aus, und du denkst dir, Maxim, ich versuch's ja, aber danach, diesmal lasse ich es ihm oder ihr nicht durchgehen, und dann eskaliert es komplett und dann wird es so hässlich, und manche Menschen schaffen dann von einem Drama zum nächsten, und statt einmal sich vollständig auszukotzen, allerdings in einem geschützten Rahmen, ja, findest du alles in unserem Videokurs Beziehungsglück in der Online-Akademie, Clearance-Prozess nenne ich das, gibt es immer wieder Unausgesprochenes, und weil beide schon so viel Wut oder Verletzungen gegenseitig gesammelt haben, ist allerdings nicht kommuniziert wird, wie Rabattmarken sammeln, ja? Kennst du das, wenn du in einer Salatbar bist, 2., 3., 4. Mal gibt es einen Stempel, und wenn du dann das 10. Mal dort bist, kannst du einen Gratis-Salat bekommen, oder beim Friseur oder hier eben diese Punkte, Klebepunkte im Supermarkt, um eine Pfanne zu kriegen oder sowas. So leben viele Menschen in ihrer Beziehung, sie sammeln Rabattmarken und sagen, ah, da hat er mich verletzt, da hat sie mir wehgetan, hier und hier. Und dann sammeln sie, kleben sie das, sagen aber dem Partner das nicht. Und wenn, dann nur zickig an der Oberfläche, Männer wie Frauen. Und Problem ist, wird das hier, was im Inneren ist, nicht ausgesprochen, ist es ja nicht weg. Das ist so, als würdest du Auto fahren und dann siehst du, die Anzeige vom Tank ist kurz vom roten Strich, also komplett fast leer. Und dann sagst du, Kaugummi, zack, klebst ihn dran und sagst, habe ich nicht gesehen, ist also nicht da. Funktioniert nicht, das Auto bleibt spätestens in 100 Kilometer liegen. Das heißt, wenn Unausgesprochenes da ist, dann darf es definitiv an die Oberfläche. Und das heißt, meine Frage an dich heute, wenn wir schon davon ausgehen, dass das nicht der letzte Konflikt deines Lebens war, in den letzten 6 Monaten, dann ist doch die wesentliche Frage, um wie viel klüger es wäre, das nächste Mal, wenn es zu einem Auseinandersetzung kommt, zu einem Streit mit einem Menschen, der dir wichtig ist, dass du jetzt lernst, dein Gesicht zu wahren und auch dein Gegenüber nicht vollständig zu verlieren, zu zerstören, sondern vielleicht mehr Verständnis zu schaffen, vielleicht einen Raum für mehr Kreativität, einen Raum für mehr Diplomatie, einen Raum für mehr
bessere Kommunikation. Und aufgrund dessen, weil wir in unserem Reptiliengehirn sind, wenn wir miteinander streiten, also wenn Puls größer als 90, vor allem Puls größer als 95 Schläge ist, und ich meine nicht, wenn du Sport machst, ja, sondern im normalen Zustand hast du einen Puls von 50 bis 60 Schlägen pro Minute, bist du in einem emotionalen, aufgebrachten Zustand, ist dein Puls, ja, bist du in extrem heftigen Auseinandersetzungen, ohne jetzt irgendwie Sport zu machen, selbst wenn du im Stuhl sitzt, dann kann dein Puls auch auf 160, 180 sein. Deswegen auch der Spruch, ich bin gleich auf 180. So, und ist dein Puls größer als 95 pro Minute, vergiss Diplomatie, vergiss rationales Verständnis, dann ist nur das Reptiliengehirn, das ist hier bei dir, zwischen den Öhrchen sitzt es, und dann willst du einfach nur, dich mache ich fertig, du Sau, komm mir nicht zu nah, fuck off. Und dich, ja, also dein Ego-Gehirn, dein Reptiliengehirn, das wird sich nur prügeln, das will sich auseinandersetzen, das will nur verletzen, kränken und schlagen. So, und ich sage immer, wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, wie das Level unseres Bewusstseins. Und jetzt die erste Frage des Abends an dich. Warum gibt es überhaupt Konflikte? Warum gibt es Auseinandersetzungen? Warum gibt es Streitereien? Schreib mal so viele Ideen, Gründe, alles kleine, große Dinge. Jeder fühlt sich eingeladen. Warum gibt es überhaupt Dramen, Stress, Konflikte, Auseinandersetzungen zwischen Menschen? Stichwort Konflikte. Bis zum Reptiliengehirn schießen die Emotionen hoch und danach geht es nur noch um Vernichtung. Das innere, das böse Kind in uns, ich würde sagen das innere Kind, was in der Kindheit mit Sicherheit verletzt worden ist. Dina schreibt, der Wunsch in echten Kontakt zu treten, weil jeder für seine Meinung steht, Ego, kein Perspektivwechsel. Bitte eintragen, warum entstehen Konflikte. Ich gebe euch mal ein paar Punkte, die ich mir notiert hatte. Zum einen, ich habe auch hier Wissensstand. Zum Beispiel Sprachprobleme. Es gibt Studien, die belegen, dass Menschen, die im Gefängnis sitzen, und zwar in einem Gefängnis, wo sie die Sprache nicht sprechen, also zum Beispiel, wenn ein Amerikaner im mexikanischen Gefängnis jetzt wäre und der würde kein Spanisch sprechen können, oder umgekehrt, ein Mexikaner, der in amerikanisches Gedächtnis kommt, dann sind diese Häftlinge, sagen die Studien, haben insgesamt 60% mehr Konflikte als in einem Gefängnis, wo alle die gleiche Sprache sprechen. Wusstest du das? Und das heißt, schon da fängt an, haben wir nicht die gleiche Kommunikationsebene, sind wir eher bestrebt, uns zu verletzen, zu zerfleischen und uns niederzumachen. Das heißt, Kommunikation ist das A und O. Ich hatte das Beispiel neulich gebracht, zwei Töchter streiten sich um die Orange, Papa sieht es, sagt, hört auf zu streiten, schnappt sich die Orange, schneidet diese in der Hälfte durch und gibt den beiden eine orange Hälfte. Die Frage, ist es gut? Die Antwort lautet, überhaupt nicht, weil er hat nicht gefragt, er hat nicht kommuniziert. Die eine wollte Orangenkuchen machen, die andere wollte frisch gepressten Orangensaft. Das heißt, gleiche Zitrone, Orange, aber beide wollten nicht die Hälfte von dem, was sie haben wollten, sondern die eine das Innen, die andere das Außen. Weiß ich das nicht, bin ich permanent im Erwarten und Interpretieren. Super gut. Nummer zwei, Erwartungen, ganz klar. Nummer drei, Ressourcen. Ja? Also, wenn der eine in der westlichen Welt aufgewachsen wird als kleiner Junge, 3, 4, 5, 6 Eltern wohlhabend und eine in Afrika und beide treffen sich dann auf dem Bazar irgendwo in Nordafrika, in Marrakesch oder sowas und dann ist der eine, hat immer nur Armut und Hunger und der andere fängt dann mit ihm zu feilschen, obwohl er da mit den neuesten Nike-Schuhe sind und vielleicht ein dickes Smartphone noch rausguckt und Armani und Gucci-Hemd und der andere der zerrissene Jogginghose, als die einzige, die er hat, seit 4, 5 Jahren auf dem Bazar versucht, ein paar Orangen zu verkaufen oder Äpfel. Also das heißt, im Sinne von, guck doch mal, welche Ressourcen du hast und du diskutierst mit mir noch. Dann unterschiedliche Ziele, ja, was weiß ich, in der Beziehung, Mann will Karriere machen, Frau sagt, verbring doch mehr Zeit mit uns, diese Dinge werden nicht ausgesprochen, es wird kein Kompromiss geschaffen, nicht Verständnis füreinander, eskaliert das. Nächster Punkt, Charaktere, Typen, es gibt mindestens 4 Grundtypen, können wir gerne auch ein anderes Live dazu machen, Rot, Gelb, Grün, Blau, der Rote ist ein ergebnisorientierter Mensch. Typisches Beispiel Donald Trump, der sehr, sehr straight, sehr aufs Ziel hinaus. Der geht es vor allem darum, ein Projekt nach vorne zu bringen, voranzubringen, weniger um die soziale Komponente, sondern er ist dafür bekannt, Ergebnisse zu schaffen. Deswegen ist er weniger beliebt in der Wirtschaft und in den Medien, weil er sehr rau ist in dem Umgang. Barack Obama zum Beispiel ist auch eher ein roter Typ.
Allerdings ist diplomatisch dabei. Ja? Also das heißt, nicht alle, die rot sind, sind totale Asozialen, sondern Rote sind Alpha-Tiere. Die Frage ist immer, welches Bewusstsein hat ein Mensch? So, dann gibt es die Gelben, das sind die geborenen Entertainer, die lieben es, in Menschenmassen zu baden. Karneval ist super. Also so ein Typ wie Thomas Gottschalk, ja, immer lockigen Spruch auf den Lippen. Der weiß immer genau, wie er sein Publikum unterhält. Die sind total schlagfertig, sehr beliebt. Die können sehr, sehr gut auf unterschiedliche Charaktere sich einschwingen. Meistens Luftzeichen, Waage, Zwilling oder Wassermann. Da ist viel Diplomatie dabei und so weiter. Allerdings nicht unbedingt in die Tiefe, sondern eher viele und oberflächliche Kontakte. Einen Gelben erkennst du an der Sprache und Weise, dass er immer wieder solche Wörter benutzt wie großartig, fantastisch, super. Yes, also sehr, sehr schnell sich begeistern lassen. Also positive, optimistische Menschen, allerdings nicht unbedingt für die Tiefgründigkeit bekannt. Nummer 3, das sind die Grünen. Das sind sehr häufig emotionale Menschen. Die brauchen eher länger. Sie sind eher introvertiert, allerdings menschenorientiert. Sie brauchen tendenziell Zeit zum Nachdenken, sie brauchen länger, bevor sie jemand in ihr Leben reinlassen. Wenn sie sich an bestimmte Aufgabe dran machen, dann überlegen sie genau, ist das besser oder das besser. Ja, das heißt, gegenüber von Grün ist der Rote, das ist der Trump. Während der Grüne noch überlegt und sortiert, ist der Trump schon am Marschieren. So, und gegenüber vom Gelben ist der Blaue, und die blauen Menschen sind Detailfanatiker, das sind Strategen. Das ist so ein Typ wie Napoleon Bonaparte, der in die Schlacht gezogen ist, seine Gegner vorher perfekt auswendig gelernt hat, alles, was die vorher an Schlachten gezeigt haben, und dann denen mit eigenen Waffen geschlagen haben. Blaue sind Menschen wie Joachim Löw, zum Beispiel Nationalmannschaft aus Deutschland. Taktikfuchs, ja, also Deutschland Sommermärchen 2006, Jürgen Klinsmann, eher so der Rot-Gelbe, ja, Leidenschaft, Feuer, kommt, Dynamik, Jungs. Jogi Löw, eher der Taktikfuchs, der Blaue, der genau seine Gegner studiert hat, der Schwabe, der hinschaut und seinen Gegner perfekt analysiert. So, Jogi Löw hat sich natürlich auch entsprechend entwickelt, ist charismatischer geworden, eher in die Pole Position gerückt, so wie Hansi Flick früher auch. Hansi Flick zum Beispiel für mich, Sternzeichen Fisch, eher in Grüner, also das heißt, als Niko Kovac weg war, Rot, ja, Bayern, marschieren, Gas, ich bin Alpha und ich sag, wo es lang geht. Das mochten die Stars von Bayern München nicht. Ja, bis zum Herbst, November letztes Jahr sah es mau aus. Und dann haben sie Niko Kovac entlassen und dann kam Hansi Flick, ne, eigentlich vorübergehend Co-Trainer. Hansi Flick, grüner Typ, der geht auf die Spieler zu, der herzt sie, der umarmt sie, der sagt, wie geht's dir, Junge? Nach jedem Spiel, gucken wir mal bei Bayern München, Hansi Flick, der liebt jeden einzelnen Spieler wie seinen eigenen Sohn. Ja, war ja so eine schöne Geste, als Bayern im Champions League, ich glaube, Halbfinale oder Finale war, ich glaube Halbfinale, da hat Hansi Flick den Spieler eingewechselt, den Brasilianer, Gott, wie heißt der? Ich hab's gleich. Der bei Liverpool früher gespielt hat. Der bei Barcelona, von Barcelona ausgelegt, hier, Philippe Coutinho, klar. Und den hat eingewechselt nach 60, 70 Minuten, das musste Hansi Flick gar nicht machen, weil es war klar, dass Philippe Coutinho zurück nach Barcelona geht, ein sehr teurer Spieler, und Bayern ihn nicht behalten wird. Und trotzdem hat er es getan, einfach nur aus der Wertschätzung. Hier, du bist ein großer Spieler und du wirst auch in diesem Spiel spielen, im Champions League K.O. spielen. Und dafür hat er auch sehr viel Credit bekommen für seine Menschlichkeit, für seine Führungsstärke und für seine Diplomatie, also Fähigkeit, sich in seine Mitspieler einzulassen. So, warum gibt es Konflikte noch? Keine Kompromissbereitschaft, dass Menschen Grenzen nicht setzen, ja? Das heißt, einer tut dir ständig weh und du setzt aber keine Grenze und dann macht er das immer und immer wieder. Einer merkt es gar nicht, dass er dem anderen weh tut, und der ein andere, der leidet meistens. Und das heißt, wenn diese unterschiedlichen Menschentypen miteinander nicht klarkommen, nicht miteinander klar deutlich kommunizieren, dann gibt es Dinge, wo wie es in der Kommunikation deutlich schwieriger wird. So. Du hast dir dieses Video bis zum Ende angeschaut. Das bedeutet, du bist ein Macher und ein Umsetzer. Damit du nie wieder das Erfolgswissen verpasst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst hier einen Videokurs als Geschenk von mir an dich, persönlich passend zu diesem Thema dazu.